Hallo und herzlich willkommen zu König Rurik von Novgorod. Wir haben in der letzten Folge dieses wunderbare Königreich geschaffen. Und ich habe noch mal ein bisschen rumgeguckt. Und ich möchte als allererstes gerne ein bisschen mit unserem Sohn interagieren. Und ich denke, das, was wir machen sollten, ist auf jeden Fall verlangen, dass er nicht zum richtigen Glauben. Ich möchte gerne, dass er zur richtigen Kultur konvertiert. Und da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie das passieren sollte. Denn wir können die Religion konvertieren. Das interessiert mich tatsächlich aber eher weniger. Wir können aber nicht seine Kultur konvertieren. Okay, ja, das ist natürlich schade. Okay, gut. Ja, dann ist es so. Dann sollten wir auf jeden Fall zu unseren Lebzeiten mit der grundsätzlichen Konvertierung weitermachen. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sollte auch bei unserem, wenn wir ihn dann übernehmen und er König wird, die Möglichkeit existieren, dass er konvertiert. Denn die Kultur hier ist ja mit Russisch einfach unglaublich stark. Okay, wir sind ein Königreich und wir haben hier oben tatsächlich jetzt die Möglichkeit, dieses kleine Ländle hier, das finde ich ganz interessant. Und die haben keine Verbündeten, 700. Und wenn wir hier den Krieg erklären, dann können wir das Herzogtum erobern. Aber dazu müssen wir erst die Ruhmstufe Illustra haben. Der Grafschaft, wenn wir nur diesen Teil bekommen, wir könnten ihn, wir können ihn natürlich unterwerfen. Dann wird er unser Vasall. Ist dann eine, das Ganze wird dann ein Stammesreich vom Typ Grafschaft, das sehen wir hier unten. Das wird eine Grafschaft. Häuptlingstum vom Kai Salmi, Stammesreich vom Grafschaftrang. Da könnten wir dann wahrscheinlich auch wiederum, wenn wir da Bock drauf haben, ein Herzogtum gründen und den Titel vergeben. Aber das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Die Möglichkeit gibt es dann übrigens auch erst, seitdem wir hervorgetan sind. Und ein Verbündeter, Häuptling von, wer ist er? War, wie auch immer, 400 ist zu wenig. Ich finde die Idee tatsächlich gar nicht so schlecht. Denn eigentlich weitere Eroberungen brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich Vasallen. Und wir können ja mal gucken, ob er dann irgendwas von uns will. Ansonsten sägen wir ihn einfach ab. Das wäre durchaus eine Option. Also, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal und setzen unseren Sammelpunkt erneut. Den werden wir mal da oben tatsächlich hinlegen. Und dann, ja, werter Häuptling, auf ihn mit Gebrüll. Und alle Armeen ausheben. Und dann würde ich sagen, auf ihn. Und da kommt es mit viel Glück auch schon zur Schlacht. Na, nein, er kann fliehen. Ja. Okay. Ich vermute, er kann auch da fliehen. Na, dann werden wir das. Dann werden wir das erstmal belagern hier. Mal gucken, ob das was wird. Aber das sieht ziemlich gut aus. 1-1, 4 Monate, dann ist das Ganze durch. Und dann haben wir das Ganze hier belagert. Sehr schön. Und währenddessen läuft hier unser Lebenswandel. Den können wir 72 ändern am 13. August. Das ist auch bald. Und er kommt jetzt hier unten lang.
Ich vermute, er geht jetzt übers Wasser und versucht seinerseits hier was zu belagern. Das ist aber ziemlich egal, weil wir schon 50% haben. 1, 2, ja, er geht hier hin. Sieht es hier aus. Das macht unser Sohnemann. Was ist mit unserem Sohn, Häuptling Helgi? Es ist nicht Häuptling Helgi, der Seher von Wodi kann mehr Kontrolle der Gemeinde nicht mehr fortführen. Wahrscheinlich, weil sie belagert wird. Ein Champion ist eingetroffen. David ist der Einladung gefolgt, ist nun Gast an unserem Hof. 17. Ja. 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 Den würde ich tatsächlich auch rekrutieren. An unserem Hof. Ja. Die Aufgabe abgebrochen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wie viel Kontrolle haben wir denn hier? 81. Das sollten wir aber auf jeden Fall danach fortführen. Aber spätestens, wenn wir damit fertig sind, dann werden wir uns hier um diese Armee kümmern. Das Häuptlingstum von Pskov kommt mit seiner Armee uns entgegen. Und wir sind... Weiß gar nicht, ist er hier mit denen verbündet? Nee. Bei Belagerung gefangen genommen. Sehr gut. Wir sind bei 43%. Und jetzt gehen wir mal hier hin und werden uns hier unten drum kümmern. Und die Tochter wird dann wahrscheinlich bei uns aufwachsen. Finnische Kultur. Und das wird leider nichts mehr werden. Dann können wir direkt weitergehen und da wird es mit viel Glück zur Schlacht kommen. Ich sitze mit Häuptling Ingvar und Häuptling Helgi am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Ingvar schlägt mit der Faust auf den Tisch und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff auf den Feind durchführen und ihn mit der schieren Größe unserer Armee zermalmen sollten. Helgi jedoch lehnt sich zurück und argumentiert geduldig, dass wir stattdessen entscheidende Positionen sichern und den Feind zu uns kommen lassen sollten. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Wir gucken uns erstmal an, Häuptlingstum von Pskov, das ist Ingvar. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, doch, okay, ja, das ist unser Vasall, weil wir an sich ein Königreich sind. Er hat nur 11 und er hat 17. Kampfgeschick von 11 und 8. Ich weiß nicht. Ich bin mir da echt unschlüssig. Also ich würde tatsächlich eher unserem Sohnemann glauben, der allerdings auch natürlich arrogant, gierig und stur ist. Das kann ja was werden. Ich weiß, wie wir beide Strategien kombinieren können. Das wäre natürlich cool. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind intelligent, wir machen das. Ich weiß, wie wir beides miteinander kombinieren können. Und jetzt kommt es zur entscheidenden Schlacht. Und das sieht ganz gut aus. 17 und wir haben gesiegt. Sehr schön. Das heißt, wir sind bei 62%. Und dann gehen wir mal hinterher. Oh, Ingrid ist schon wieder schwanger. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir erobern hier noch die beiden anderen Baronien. Und dann sollten wir mit diesem Krieg auch fertig sein. Übrigens, die weiteren Truppen müssten eigentlich, okay, von hier kommen, das Häuptlingstum von Pskov, die uns hier mit weiteren Truppen unterstützen. Das finde ich tatsächlich ganz interessant, dass das Häuptlingstum, was wir hier geschaffen haben, denn er ist ja Stammesreich vom Typ Grafschaft,
ist unter dem Herzogtum, okay. Ihm könnten wir eigentlich dafür, dass er uns unterstützt, so tatkräftig unterstützt, könnten wir ihm jetzt tatsächlich eigentlich eine Baronie schenken, würde ich sagen. Aber das finde ich super, dass er tatsächlich, weil er uns mag, jetzt hier Truppen aushebt, die erste Armee von Pskov, und uns wirklich hilft. Also das ist schon eine schöne Sache. Das ist auch eine sehr schöne Spielmechanik, dass wirklich unsere Verbündeten uns hier jetzt zur Hilfe kommen. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Oberhäuptling Kirö. Und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem anderen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages mein Freund nennen würde. Oh. Wer ist er denn? Von, Chudia. Das ist natürlich cool, weil er hat natürlich mit Opolje hier unten die Allianz. Wir hatten ja überlegt, hier in die Richtung zu gehen. Naja. Aber erstmal werden wir uns hier um diesen Krieg kümmern. Und jetzt kommen die hier rüber schon wieder. Sei es drum. Wir werden erstmal gucken, dass wir das hier einnehmen. Und ein Champion ist eingetroffen. Jetzt sollten wir natürlich auch mal gucken, dass wir jetzt nicht zu viele bekommen an Champions. Wir gucken mal, wie viele wir jetzt haben. Wir haben auch nur die Möglichkeit 8. Und wir haben jetzt, ja, Freier würde ich hier ungern rauslassen mit 8. Das heißt, einen weiteren können wir uns noch erlauben. Er möchte eigentlich auch einen Sitz im Rat haben. Aber das ist mir in dem Fall tatsächlich ehrlich gesagt egal, weil wir sind schon bei plus 100. Es ist mir egal, ob er minus 40 hat oder nicht. Und was hat er hier? 14. Ist mit David und Stefan mit 10. Eigenwillig, zynisch und arrogant. Zäher Soldat, vorsichtiger Anführer. Ah, ich weiß nicht. Wie sieht's denn mit unseren beiden anderen? Rachsüchtig, faul und lüstern. Aber ein auftriebender Schwertmeister. Faste, was ist er für einer? Schüchtern, sadistisch und zynisch. Auch zynisch. Ich weiß nicht, ob das so gut zusammenpasst alles. Aber die sind eigentlich alle zynisch, ne? Ich würde sagen, dann passt er hier doch ziemlich gut rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn mal mit an unserem Hof. Oh, wir haben einen feindlichen Kommandanten gefangen genommen. Sehr schön. Und das hat man damals drum gekümmert. Ein Champion ist eingetroffen. Jawohl. Und wir haben Boris beeinflusst. Das ist der Champion, den wir uns hier reingeholt haben mit 13. Ja, gut. Er mag uns nicht, aber er ist wütend. Das verliert sich mit den Jahren. Also von daher, ich denke, das passt. Gut, dann machen wir mal weiter. Und gucken wir mal, dass wir diesen Krieg... Wir sind jetzt hier tatsächlich, haben 1% Zermürbung. Wo kommt das her? Wenn ihr auf die Baronien klickt, ganz wichtig. Die Baronie, hier seht ihr es nicht. Das heißt, auf die Baronie. Und dann seht ihr, wenn ihr hier oben umschaltet auf das Besitztum, eine maximale Versorgungsschwelle. Und da wir da drüber liegen, gibt das Probleme. Ach du Scheibenkleister. Das Brennen in meinem Schritt wurde derart unerträglich, dass ich mich entschuldigen muss und in meine Gemächer fliehte. Endlich alleine wollte ich mir mit dem Kratzen etwas Erleichterung verschaffen, doch Erleichterung suchte ich vergebens. Meine Finger fanden nur Pusteln und sie rissen auf. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. Liebesbläschen. Nein. Rurikid ist jetzt krank. Liebesbläschen. Natürlicher Schrecken minus 5 und Anziehung minus 20. Ei, unsere Frau hat aber nichts dergleichen bekommen. Wenn wir uns das mal nicht bei unserem Geliebten weggeholt haben. Meine Herren. Und jetzt hat dieses Reich in seine Bestandteile zerlegt. Ihr seht das hier. Jetzt kommt Karelien, mit dem wir erstmal überhaupt nichts zu tun haben noch. Und wer ist er hier?
von das Ninjant. Mit dem irgendwas am Hut? Ne. Die wollen einfach nur... Wollen einfach nur Stunk machen. Und da wollen wir tatsächlich nicht hin. Das lassen wir mal bleiben und bleiben dort. Wir haben jetzt die Kontrolle. Sehr schön. Schall und Rauch. Mit dem Kind in den Armen schaut Königin Ingrid mit überraschender ruhiger Miene auf. Mein Schatz, könnten wir sie Iliana nennen, so wie meine geliebte Mutter hieß? Ja, ich denke, das ist okay. Das können wir so machen. Und jetzt fehlen hier... Ein Bündnis ist ungültig. Okay. Da ist anscheinend irgendwer gestorben. Aber wir gehen erstmal nach dort. Beziehungsweise ich möchte mit denen tatsächlich jetzt keinen Kampf machen. Ich bin mit denen eigentlich nicht im Krieg. Alle Kinder weinen doch bei Iliana, hörten die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr, dass die Hebamme meine Sorgen lindert, aber ihre Falten... Gelegte Stirn macht alles nur noch schlimmer. Die kleine Fürstin nimmt nicht zu, wie sie sollte. Wir werden uns gut um sie kümmern. Doch am Ende liegt Leben in der Hand von die Nornen. Ja. Oh, sie hat die Eigenschaft kränklich. Ei, schwerer Malus, Schreckensverlust. Das ist nicht gut. Die guckt auch schon so böse. Mama, mir geht's nicht gut. Das ist natürlich ärgerlich. Und wir haben die Eigenschaft verloren. Ei, das ist gut. Ich dachte, es wären nur ein paar Pusteln. Auch, ich hoffe, wir sind nicht gestorben. Auch wenn es mich ekelt und ich mein Pech verfluchte, hätte ich nie gedacht, dass es noch schlimmer werden würde. Jetzt breitet sich ein roter Ausschlag über meinem Leib aus. Ich weiß, was als nächstes kommt. Bläschen, Fieber und alle Arten von Schmerzen und Verkümmelungen. Verkümmerungen und am Ende, wenn ich denn so lange lebe, verliere ich den Verstand. Mein Fürst, das sieht nicht gut aus. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Tue nur das Nötigste. Nein. Für Vorsicht ist es zu spät. Eine riskante Behandlung kann großen Erfolg haben. Nein! Das haben wir nun von dem Mist, dass wir uns eine Konkubine geholt haben. Oh, das ist doch unglaublich. Wir sind dem Tode nahe. Das ist ja unglaublich. Und dann auch noch eine katastrophale Fehlbehandlung. Scheibenkleister. Das heißt, wir sind verwundet. Wir sind einäugig. Die hat uns ein Auge ausgestochen. Wie bitte? Das ist ja der Un... Also, da, ich... Was, was ich sagen soll? Das ist ja der Hammer. Und das mitten im Krieg? Dass wir uns Teile von Finnland hier oben holen. Wir gehen erstmal nach da. Varvara missachte, mischte mir einen Trank aus Mohn an, ehe sie mich auf den Operationstisch schnallte. Ich wäre beinahe eingedöst, während sie die Instrumente vorbereitete. Doch als sie das Skalpell in Richtung meines Auges führte, war ich mit einmal wieder hellwach. Ich bedauere meinen Fürst, aber wir müssen dieses Übel an der Wurzel ausmerzen. Ich dachte, es wäre unmöglich, dass ich mich noch schlechter fühlen könnte, aber Varvara hat mir wahrlich das Gegenteil bewiesen. Was ist denn das bitte für ein Monster? Da haben wir also definitiv die falsche Gute. Das wird nicht wieder passieren. Haben wir uns verstanden? Verpatzte Krankheit. Nein. Also bei aller Liebe. Ich denke, wir werden sie in Ketten legen. Das geht ja gar nicht. Und jetzt werden wir uns aber erstmal hier rum kümmern. Und ja. Ich hoffe, wir halten noch so lange durch. Ihr habt 50 eingesetzt. Der durchschnittliche Bildungswert unseres Reichsgotts hat dieses Problem verursacht. Ja. Er mag uns nicht mehr. Wir sind bei minus 1.
wahrscheinlich wegen der Lys einäugig, feindselig religiöser Eifer, verlangt den Titel Häuptlingstum von Luki. Ja, ich denke, tja, das wird echt spannend. Wir sind verwundet einäugig. Katastrophale Fehlbehandlung. Wahnsinn. Wahnsinn. Und was hat er jetzt hier? Warum mag er uns nicht? Ach, weil wir sündig sind. Ja, gut. Und eine ausländische Kultur. Wir könnten doch hier... Ne, wir können ihn nicht. Dazu überreden, eine andere Kultur anzugehören. Leider nicht. Leider nicht. Wir haben aber genug Geld. Wir könnten gucken, ob wir ihn ein kleines Geschenk... Och, 17. Ja. Das... Ja, ich denke, das ist okay. Dann haben wir zumindest die beiden Sachen hier weg. Und während wir hier belagern, ist nicht beeinflusst. Ja, okay. Ich würde sagen, wir brechen das mal ab. Wir sind ja wahrscheinlich schon so bald... Leider Gottes scheinbar weg vom Fenster. Eieieiei, was ist hier bloß passiert? Und wisst ihr, warum wir die Lys bekommen haben? Wegen diesem Monster hier. Wegen Opurga. Ja. Und Varvara, mit der wir auch noch ab und an mal in eine Kiste gestiegen sind. Oh, ist ja unglaublich. Und wegen dieser Frau hier, Opurga, die übrigens auch die Lys hat, das ist der Wahnsinn. Das ist okay. Gut. Ein Bündnis ist ausgelaufen mit Häuptling Theodor. Okay. Wie bitte? Jetzt haben die in Novgorod auch noch eingenommen. Ich fasse es nicht. Und dabei... Nein! Das gibt's doch nicht. Werte Opurga, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Und jetzt ist sie tatsächlich verstorben. Ich fasse es nicht. Und jetzt sind... Nein, jetzt sind auch wir verstorben. Das ist ja unglaublich. Was ist das bitte, ihr Lieben? Was ist das für ein Ende von dieser Folge? Wir können jetzt weiterspielen als König Helgi. Wir haben in 4 Kriegen gekämpft. Und wir sind an unserer Sündhaftigkeit verstorben. Sehr schade. König Rurik ist im Alter von 44 die Tür zur Geisteswelt durchschritten. Er starb an den Folgen einer fehlerhaften Behandlung. Er war bekannt für seine ausgefeilten Strategien und verbrachte oft tagelang damit, Schlachtfelder zu bewerten. Ja, König Helgi besteigt damit den Thron und wird beweisen, wie es weitergeht. Ja, als König Helgi fortsetzen, selbstverständlich. Und Alar schaut auf die Schlammfelder am Fuß des Hügels hinab. Dies könnte als Umrisse einer feindlichen Armee dienen, sagte er. Ich informiere meine Champions, als ich ihre Kampfreihe inspizierte und bereits sie auf die bevorstehende Strategie bevor... ihr haltet die Eigenschaft aggressiver Angreifer oder ihr haltet Kriegsführung, Lebenswandel, Vorzug. Puh. Ich denke, wir nehmen das hier. Das Donnern der Hufe, das mich umgab. Die Schreie, der berittene Krieger, ihr unaufhaltsamer Ansturm. Ich reite an die Spitze und es fühlt sich an, als wäre ich die Speerspitze einer Naturgewalt. Diese Gewalt kann ich jedoch dirigieren. Sie regiert auf jeden Befehl und ich lenke sie wie ein Teil von mir. Als ich die Flanke einer imaginären Armee presche, halten sich meine Champions immer an meinem Plan und ich weiß, dass man
einen Feind so komplett vernichten kann. Sehr, sehr gut. Wir haben die Belagerung verloren. Die Belagerung wurden Höflinge gefangen genommen. Illyana, ich fass es nicht. Und Upurga, ja, okay, bei der Belagerung getötete Höflinge, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Wir sind einem Krieg beigetreten, auch das. Und Sophia billigt euch nicht. Ja, gut. Boah. Agent schließt sich eurem Komplott an. Wie bitte? Wir haben ein Komplott. Oberhäuptling Thorfinn ermorden? Nein, auf keinen Fall. Obwohl, das sollten wir erstmal uns angucken, wenn wir soweit sind. Aber wir haben in unserer Armee keinen Befehlshaber mehr. Und wir werden hier den Besten nehmen. Und das ist tatsächlich, ich fasse es nicht, aber das bin tatsächlich ich. Und dann werden wir hier gucken, dass wir das hier hinkriegen. Und uns mit diesen 400 Männern, also wir müssen unbedingt unsere Hauptstadt besser verteidigen. Sowas darf nicht nochmal passieren, dass wir hier mit 400 Männern diese Sache verlieren. Und jetzt sind wir bei 100% und werden als allererstes diesen Unterwerfungskrieg machen, wie unser Vater es wollte. An meinen Lehnsherren, mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich es gedacht hätte. Um dieses Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich eure Forderung akzeptieren. Sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir zwei neue Kriege. Ich fass es nicht. Ein weißer Friede wird nicht angenommen. Gegen wen haben wir denn jetzt noch Krieg? Gegen... Aha. Und gegen Karelien. Dann soll es so sein. Und ich würde sagen, als allerletzten Teil gucken wir uns mal... Zoom ein wenig raus und gucken uns an, was durch den Tod unseres Vaters hier für einen Scherbenhaufen hinterlassen wurde. Wir sind in einem Krieg gefangen, wo wir jetzt gegen Karelien antreten müssen. Das halte ich persönlich für kein großes Problem. Ja, wir sind hier bei 1200. Wir werden die Armee jetzt vernichten und ich denke, wenn wir sie vernichtet haben und es hier zu einer möglichen Schlacht kommt, die Chancen sind ausgeglichen, dann sollte das hoffentlich für uns gut ausgehen und ja, dann werden wir mal gucken, ob wir das schaffen und dann werden wir zumindest das hier nochmal durchgehen. Ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Und er hat ein Kampfgeschick von 19 und ich glaube, dass wir das vielleicht echt gut brauchen könnten. Und dann werden wir mal diese Sachen hier wegmachen. Ein Agent schließt sich dem Komplott an. Häuptling Pierre Vieux hat sich dem Komplott Thorfinn ermorden angeschlossen. Ein neuer Krieg gegen den Oberhäuptling von Karelien. Ein neuer Krieg gegen den Häuptling von Kargislami, wie es auch immer heißt, den Gast an unseren Hof geholt. Und jetzt schauen wir nochmal als allerletztes auf unseren Helgi, der in den nächsten Folgen unheimlich viel zu tun hat. Wir haben einen Krieg zu gewinnen und wir haben ein Reich zu leiten, was jetzt Dariki heißt, warum auch immer. Und wir können einen Lebenswandel auswählen. Das würde ich sagen, machen wir nochmal. Wir können es nicht mehr. Die Frage ist, dazu müssen wir uns erstmal unseren Charakter angucken. Und ich würde sagen, das machen wir nochmal fix. Und wir sind
mit unserer Frau Gemahlin. Ja. Wir sind dabei, beide 24. Wir sind immer noch, wir sind bei bekannt, wir arbeiten uns geradezu hervorgetan. Und wir haben 6 Titel, haben ein paar Vasallen. Und, da gibt es echt Probleme. Also ihr seht, hier gibt es einige Vasallen, die uns wirklich wie die Pest hassen. Wir haben eine große Familie. Wir haben einige Geschwister und wir wollen unseren Thorfinn ermorden lassen. Häuptling Thorfinn, der tatsächlich auch schon ein paar Titel hat, nämlich Vespien, Weißensee und Tichwin. Übrigens auch entsprechende Ansprüche hat. Das heißt, er könnte sich tatsächlich mit seiner Armee gegen uns auflehnen. Wir haben aktuell noch keinen Erben. Doch, wir haben einen Erben. Einen Sohn. Sehr schön. Das heißt, wir haben sogar schon einen Erben. Wir sind leider auch schon wieder die nordische Kultur. Und wir sind ein arroganter, gieriger und sturer Herrscher. Und wollen auf jeden Fall das durchsetzen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Das heißt, wir wollen Thorfinn tot sehen. Definitiv. Ja. Und stur heißt natürlich auch, als sturer Herrscher werden wir natürlich auch jetzt ganz klar, es ist uns völlig egal, was unser Vater gesagt hat. Wir lieben die nordische Kultur und wollen die russische Kultur unterjochen. Das ist die Aufgabe. So sehe ich jetzt die Aufgabe von arrogant, gierig und stur mit der nordischen Kultur. Ja, und das würde ich tatsächlich jetzt mal als endgültiges Bild nehmen für den 4. April 864. 874 Anno Domini. Wir sind in einer schwierigen Lage. Wir haben Kriege. Wir haben einen arroganten Herrscher. Und ja, wir müssen viel machen, haben viel zu tun. Und ich danke euch fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.